Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Rudin mit, ja, Infovideo würde ich es nicht nennen. Nochmal einem Video zur Amazon Fire TV, die ich leider ja nicht mehr habe. Ich habe nur das Presseexemplar gehabt, was halt mir für 3, 4 Wochen, glaube 4 Wochen war es, glaube ich, von Amazon, oder waren es mehr, weiß ich jetzt ja nicht, von Amazon zur Verfügung gestellt wurde. Und um es zu testen und euch zu zeigen. Und ich habe ja gesagt, ich werde mir diese Box auch selber kaufen im neuen Jahr, wenn meine neue Wohnung da ist. Aber da es Weihnachtsgeld gab und ich auf diese kleine flinke Box echt nicht verzichten möchte, habe ich heute Paket bekommen von, ihr seht, Amazon. Ja, da ist meine persönliche Box jetzt drin. Und da ich ein Unboxing schon gemacht habe, habe gedacht, ich packe das mal jetzt so nebenbei ein bisschen aus und quatsche mit euch. Weil viele haben gefragt, warum kaufst du die? Warum willst du die haben? Hast du doch in der PlayStation 3, hast du in der PlayStation 4, also die App in der PlayStation 3 und in der PlayStation 4. Warum willst du diese scheiß Box haben? Kostet doch nur unnötig Geld, wurde mir gesagt. Erstmal ist sie jetzt momentan im Angebot für 15 Euro weniger. Dachte ich, cool. Und zweitens wegen der Bedienung. Das ist der einzigste Grund, wegen der Bedienung. Die ist schnell. Die Spiele, klar, man kann Spiele spielen. Das ist ein nützlicher Gimmick. Ist cool. Hier habe ich auch keinen Controller mit dazu. Ich habe mir nur die Amazon-Box gekauft. Ich habe auch mit jemandem geschrieben. Müsst ihr mal unter den Videos gucken. Der hat mir gesagt, ich kann auch wohl den PlayStation 4-Controller verbinden. Da bin ich mal gespannt, inwiefern das funktioniert. Das konnte ich damals noch nicht testen. Das werde ich jetzt testen. Und mein Bestellgrund, warum ich diese Box jetzt bestellt habe, ist, so doof wie klingt, einfach die Menüführung. Weil, ja, wartet, ich muss mal hier kurz ein bisschen Lärm machen. Auf hier, hier. So, und dass ich euch hier vom Bären erzähle. Was haben wir denn hier noch? Och Leute. Bei Weinsparen. 29 statt 58. Habe ich dann Code oder was? Nee. Also wer hier so ein Wein haben will für 50% gespart, also anstatt 58 Euro 70, 29 Euro glatt, 29 Euro, jener von 6 Weinen soll sich melden, kann mit dem Teil sowieso nicht anfangen. Ich trinke keinen Alkohol, ich trinke keinen Wein, also damit kann ich nicht anfangen. Und damit ihr das seht, ah, falsch rum, so, damit ihr das seht, da ist meine Amazon Fire TV, Mensch, sieht man es so, sieht man es, Fire TV Box. Und ich habe sie mir wirklich nicht mal wegen dem Spielen. Man kann YouTube gucken und so was alles. Alles gut und schön. Macht auch Spaß. Ich habe einige Apps getestet. Die Box macht megamäßig Spaß. Mein persönlicher Grund. Gut, die Kinderspiele sind interessant für meine Tochter. Aber mein persönlicher Grund, um mir die Fire TV Box zu kaufen, ist einfach nur die Menüführung. Die ist flink, die ist schnell. Die ist sauschnell. Man hat eine Sprachsteuerung. Die Suche funktioniert besser als bei der App, da ich bei der reinen Box, die basiert übrigens auf Android, und für die, die wissen wollen, die hat mehr Power als der Stick von Google oder wie heißt das Ding von Apple TV oder so? Apple TV? Sowieso so ein Schwachsinn. Da bin ich der Meinung, das braucht kein Arschloch. Also kein Arsch braucht die Scheiße. Arschloch, dass sie die Scheiße überhaupt so rausgebracht haben, weiß ich nicht. Da wird man wieder bevormundet von Apple, man darf das nicht machen und das nicht. Hier, basiert auf Android, hier kann man auch Apps installieren, die man so, die Amazon jetzt nicht bei sich drauf hat, einfach die APK installiert. Soll wohl auch funktionieren, habe ich noch nicht getestet. Geht, soll wohl gehen. Also hier wird man nicht bevormundet wie bei Apple. Ich finde diese Bevormundung sowieso nicht so toll, ich finde das scheiße. Genau, dass man überall iTunes braucht bei Apple. Das ist genauso ein Dreck. Man kann nicht mal einen MP3-Klingelton als einen MP3-Ton, den ich mir am Rechner zurechtschneide, einfach so per Dropbox rüber, bumm, ich habe einen Klingelton. Nee, muss man erst mit iTunes umkonvertieren. Halt doch keinen Bock drauf. Und das ist hier halt nicht. Und
Ja, alleine nur die Suche. Man hat in der Box, müsst ihr euch mal meine anderen Videos angucken, geht man auf Prime-Videos und da hat man dann Prime-Filme, Prime-Serien, also neue Prime-Filme, neue Prime-Serien. Dann hat man auch noch Prime-Filme, Prime-Serien, Kinderfilme, Kinderserien. Alleine diese kompakte Suche, wenn ich für mich was suche, gucke ich bei Normalfilme oder Serien. Oder wenn ich wissen will, was ist denn jetzt überhaupt neu bei Prime an Serien oder an Filmen, gehe ich halt in die ersten beiden Kategorien und gucke mir die neuesten Filme an, was sie da haben. Oder die neuesten Serien, was sie da haben. Und wenn ich für meine Tochter gucke, wir haben da auch, das ist noch ein Grund, warum ich das mir bestellt habe. Meine Tochter hat eine Lieblingsserie, die heißt Mia and Me oder so. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Alle Teenies, die mir das oder Heranwachsenden, die das gerade sehen, es tut mir leid, meine Tochter hat das mir beigebracht. Ich vergesse es nur wieder. Ja, das ist irgendwann mit einem Einhorn und die ist in der realen Welt und kriegt ein Buch. Die Eltern sind irgendwie gestorben und dann hat sie da so ein Armreif dazu und dann klickt die, dann hat dann ja, in dem Buch steht dann halt so ein Passwort, das muss die dann mit dem Spiegel immer lesen, weil es spiegelverkehrt ist, in irgendeiner Runenschrift, die sie kann, aber kein anderer. Und dann drückt die da auf dem Silberding da auf das Ding und sagt, das Passwort, ich bin Mia oder was ist ich. In der ersten Folge, ich weiß, ich bin Mia, danach ist immer irgendwas anderes. Das ist erst eine Staffel da. Und dann ist die da drin und dann ist das so eine Art, ist das eine Zeichentrickwelt und da ist eine Elfe, die nicht fliegen kann. Und meine Tochter feiert die Serie total, ja, und die ist für Prime-Mitglieder halt nun mal gratis. Und wir haben sie, wie oft habe ich sie jetzt geguckt? Also nur wo ich sie von Amazon hatte, die Fire TV Box, in dem Monat, boah, habe ich sie, glaube ich, zweimal durchgesehen mit meiner Tochter oder dreimal. Manche Folgen so ja öfters, weil läuft dann immer früh zum Frühstück oder mittags oder als kleine Belohnung, wenn sie die Hausaufgaben gemacht hat und so. Und dann will sie mal gucken und dann habe ich das angeschmissen und dann habe ich das geguckt. Ja. Und ich habe jetzt endlich meine eigene Fire TV Box. Die werde ich jetzt auch gleich anschließen. Und ich werde mal gucken, was Neues damit bei ist. Und dann werde ich mir heute natürlich ein bisschen mal drin drehen. Was ich sehr erstaunt. Wo ich ja sehr erstaunt war, dass diese Box so ja Netflix, also wer einen Netflix-Account hat oder einfach Netflix haben will, der kann sich die Fire TV-Box auch holen. Ja, der hat dann natürlich nicht die Prime-Dinger gratis, so wie ich, weil ich ja Prime-Mitglied bin, aber der kann dann seinen Netflix-Account da eingeben und kann Netflix gucken. Oder Zarto oder was da alles noch mit bei ist. Ist vielleicht sehr interessant für einige. Für mich jetzt nicht, ich benutze das halt nur für Amazon, weil ich Prime-Mitglied bin und meine Gratis-Serien habe. Und eine geile Erweiterung ist natürlich, dass man auch Festplatten anschließen kann. Ich kann jetzt meine Festplatte anschließen und kann darüber Filme gucken. Das ist natürlich auch geil. Oder Musik hören. Das funktioniert auch richtig gut. Und die Amazon Fire TV Box habe ich, glaube ich, vergessen in den anderen Videos zu erwähnen. Das ist die einzige mit einem optischen Ausgang. Das ist die einzige, die einen optischen Ausgang hat. Die von Apple hat keinen optischen Ausgang, die hat nur HDMI und Google hat ja nur den Stick. Und da ist auch kein optischer Ausgang dran. Also hier kann ich es mir einfach auf meinen Dolby-Verteiler klatschen, kann es mir denn abends, wenn meine Tochter im Bett ist und ich halt irgendwas hören will, aber am Dolby-Sound haben will, nehme ich mein Triton, weil das ja mit meinem Ligavo optischen Verteiler verbunden ist. Oder ich hau dann halt zur Dolby-Anlage und knall mir die Dolby-Anlage schön an, wenn die Tochter nicht da ist oder abends und tief und fest schläft. Gut, da nicht, da halt dann immer Headset um. Aber als Beispiel jetzt. Ja. Wollte ich nur sagen, weil nicht, dass einige denken, ich habe das nur gesagt, weil ich das gratis gekriegt habe zum Testen von Amazon. Viele denken auch, wenn ich ein Pressemuster kriege, dass ich die meisten Pressemuster behalte, also dass ich die Pressemuster grundsätzlich behalten darf. Das ist nicht so. Das ist nur bei ein paar, wo ich das mal behalten darf. Bei Amazon war es nicht. Und war ganz selten. Und oh, hier sehe ich schon eine von meinen Serien da. Alpha House. Ist eine Amazon-Serie. Also die ist direkt von Amazon direkt. Und ich finde die echt geil. Ich warte schon auf die zweite Staffel. Die ist schon in Englisch da. Jetzt warte ich auf die deutsche Version davon. Also ohne Untertitel, sondern mit deutschem Audio. Also an sich für mich
sehr empfehlenswert, alleine schon wegen den Prime-Videos, die bessere Suche. Und die Qualität ist echt wirklich gut und die ist so schnell. Also da kann man nichts mehr zu sagen. So, jetzt werde ich mal hier, habe ich hier noch was? Ich habe doch nur noch meine Gabel hier, scheiße. Ich habe nämlich eben gegessen und habe jetzt hier kein Messer. Jetzt muss ich das mal schnell mit der Gabel aufmachen. Das will ich noch schnell aufmachen mit euch. So, den Moment genießen. Ich finde den Karton ist, der ist schon echt geil gemacht. Und hier steht auch Amazon Fire TV. Entschuldigung. Wo wartet jetzt auf? Ach, hier ist er auch noch. Ja, hier muss ich ja auch noch aufziehen. So, muss ich mir so einen Aufkleber abmachen. So. Und da ist meine eigene Amazon Fire TV Box. Seht ihr sie? Ist sie geil. Ich wollte eigentlich erst nächstes Jahr, aber Weihnachten war. Und ja, da habe ich gedacht, ich gönne mir auch mal was. Und mit dem 15 Euro gespart, halt für 85 Euro oder so, habe ich das Ding jetzt gekauft. Und vor allem die Kleine wird sich freuen. Meine Tochter, die wird abgehen wie eine Rakete. Die wird sich freuen, wenn wir dann besser suchen können. Und ja, damit kommt so auch gut klar. Ja, die quatscht dann nämlich gerne in die Fernbedienung. Die ist, kann ich euch auch mal zeigen nochmal. Ich hatte ja da noch Videos für gemacht. Müsst ihr euch einfach mal meine Videos angucken. Gut, Nachteil ist, ich habe jetzt natürlich eine Fernbedienung wieder mal mehr auf dem Tisch. Ist ja noch nicht voll genug, mein Tisch, aber davon mal abgesehen. Da habe ich überhaupt Batterien jetzt drin? Sind die überhaupt mit bei? Hier ist hoch auf. Hier sind keine Batterien. Sind die vielleicht in dem Karton mit bei? Ah, im Karton sind sie. Im Karton sind meine Batterien. So, kann ich euch dann nämlich auch gleich mal demonstrieren. Ne? So. Und wenn ihr das dann schließt, ach so, hier ist ja kein Licht. Dann drücke ich hier oben einfach da diesen Mikrofonknopf und dann quatsche ich darin und dann wird das für meine Fire TV Box. Dann sucht die Fire TV Box mir aber zurecht. Ein Stromkabel ist wie gesagt mit bei, ein HDMI-Kabel ist nicht mit bei, also wer da natürlich ein HDMI-Kabel noch zu braucht, müsste den, also kein HDMI-Kabel zu Hause hat, müsste sich ein HDMI-Kabel kaufen. Habe ich ja auch schon Videos zugemacht zu HDMI-Kabeln, also passt da bitte auf, was ihr euch holt und von welcher Firma und lest euch das genau durch. Da gibt es viele schwarze Schafe, die einfach nur ein HDMI-Kabel rausbringen, der von 12 bis Mittag hält oder halt nicht die Qualität euch bietet, die ihr von einem HDMI-Kabel erwartet, wenn ihr damit Fire TV, PlayStation 3, PlayStation 4 benutzen wollt. Da habe ich schon einige gehabt, die haben sehr alte und nicht gut verarbeitete HDMI-Kabel gekauft, wo ich immer sage, selber schuld, guckt da echt hin. Da muss man schon aufpassen, weil viele, ach, jetzt springt hier mein Ding an, viele einfach drauf loskaufen und nicht drauf achten, was sie kaufen. Also da müsst ihr wirklich schon mal ein bisschen genauer hingucken, was ihr kauft. Die alten HDMI-Kabel ist die Grafik natürlich, also das, was sie übertragen können, nicht so toll wie die neuen. Die ersten HDMI-Kabel hatte ich auch schon eben, da ging nur Bild ohne Ton und so ihn hat der noch gehabt, wo er den hatte, keine Ahnung, und da kam über den nur Bild und kein Ton, hat sie gewundert, warum er nicht PlayStation zocken kann und warum das Bild scheiße aussah. Also passt da auf, HDMI-Kabel findet ihr auch bei mir im Kanal, habe ich gemacht,
Von Ligavo habe ich da einen ganzen Schwung gehabt, habe ich einen ganzen Schwung mal getestet und so, und also getestet und euch gezeigt. So. Und die habe ich auch überall bei mir. Da spare ich auch gerade. Die nächste Bestellung bei Amazon wird dann natürlich sein Ligavo 3 Meter Kabel und 4 Meter Kabel und was ich alle brauche für die neue Wohnung. Weil da wird dann alles ein bisschen anders verlagert. Es sei denn, ich nehme eine andere Wohnung, wo ich mehr, wo ich ein bisschen anders Platz habe. Das entscheidet sich alles noch im Januar. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.